Sag mal, kennst du eigentlich die Strategie deines Feindes? Vielleicht ist euer erster Gedanke jetzt erstmal so, hä? Von welchem Feind redet ihr denn? Ich rede von unserem geistlichen Feind, dem Teufel. Ich weiß, wir reden nicht so gerne über ihn, aber ehrlich gesagt, nur weil wir ihn ignorieren, heißt es nicht, dass er uns ignoriert. Und die Frage ist, kennst du seine Strategie? Weißt du eigentlich, wie er vorgeht, um dich von Jesus wegzureißen? Denn das ist sein Ziel. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir diese Strategie kennen. Denn nur so können wir uns selber auch gut schützen. Nur so können die geistliche Waffenrüstung, die wir von Jesus bekommen haben, nur so kann die ihre volle Wirkung entfalten. Stell dir mal vor, der Teufel hat seine eigenen 10 Gebote, um seine Strategie an seine Mitstreiter weiterzugeben. Was würde in dieser Liste stehen? Ich glaube, sein erstes Gebot würde lauten: Ablenken, ablenken, ablenken. Der Teufel weiß nämlich nur zu gut, wie kurz unsere Aufmerksamkeitsspanne ist und wie schnell wir uns von Katzenvideos oder von unserem Kühlschrank oder von anderen Dingen ablenken lassen, wenn wir eigentlich Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Sein zweites Gebot wäre bestimmt sowas wie: Verfälsche die Wahrheit. Der Teufel versteht nämlich die Kunst, die Wahrheit nur so ein ganz klein wenig zu verändern, das Evangelium nur so ein ganz, ganz bisschen zu verdrehen. Und er weiß, dann geht der Dominoeffekt los. Und oft merkt man gar nicht, wie es um einen geschieht, bis es schon zu spät ist. Wie würdest du diese Liste der Gebote weiterführen? Was wäre nach deiner Ansicht das nächste Gebot in der Strategie deines Feindes? Und wie schützt du dich vor ihm?